Der Marxismus. Zwischen den beiden Bestandteilen des Marxismus, der Wissenschaft und der politischen Partei, hat Karl Marx eine künstliche Brücke geschlagen, so dass es dann das Aussehen bekam, als sei etwas ganz Neues in die Welt gekommen, was sie vordem nicht gesehen hat, nämlich die wissenschaftliche Politik und die Partei auf wissenschaftlicher Grundlage, die Partei mit dem Wissenschaftsprogramm. Das war etwas wirklich Neues und dazu etwas überaus Zeitgemäßes und Modernes. Und wie schmeichelte es überdies den Arbeitern, dass gerade sie die Wissenschaft, die allerneueste Wissenschaft, vertraten. Willst du die Massen gewinnen, so schmeichle ihnen. Willst du sie zu ernstem Denken und Tun unfähig, willst du aus ihren Repräsentanten Urbilder der hohlen Aufgeblasenheit machen, die mit halb oder ganz unverstandenen Worten um sich werfen, so rede ihnen ein, sie seien Vertreter einer wissenschaftlichen Partei. Willst du sie ganz mit der Bosheit der Dummheit erfüllen, so bilde sie auf Parteischulen aus. Die wissenschaftliche Partei also, das war doch einmal das Erfordernis der fortgeschrittensten aller Zeiten. Was waren das für Dilettanten, die bisher Politik getrieben hatten? Aus dem Instinkt oder der Genialität heraus, wie man das Gehen, das Denken, das Dichten oder Malen betreibt, wozu zwar alle Wege nebst der Natur und der Begabung viel Lernen, viel Können, viel Technik gehört, aber keinerlei Wissenschaft. Und was für bescheidene Leute waren jene Vertreter der Politik als eine Art Wissenschaft gewesen, von Platon über Machiavelli bis zum Verfasser des vortrefflichen Handbuchs des Demagogen, die allerdings mit großer Kunst und starkem, vereinfachendem und vereinigendem Blick die Einzelerlebnisse und Institutionen geordnet und zusammengebracht hatten, denen aber nie der Einfall gekommen war, das Tun und Handeln wissenschaftlich zu betreiben. Was die Kunstwissenschaft wäre, wenn sie sich einbildete, die programmatische Grundlage für das Schaffen der Künstler zu sein, das ist der Marxismus für diese wissenschaftlichen Sozialisten. In Wahrheit freilich passt der Wissenschaftswahn des Marxismus nur schlecht zu der praktischen Politik der Partei. Sie passen nur zusammen für solche Menschen wie Marx und Engels waren oder wie es Kautsky ist, die in sich den Professor und den Drahtzieher vereinigen. Ohne Zweifel zwar kann man nur richtig und wertvoll wollen, wenn man weiß, was man will. Das aber, abgesehen nun davon, dass solches Wissen ganz ein anderes ist als die sogenannte Wissenschaft, passt schlecht zusammen, dass man auf der einen Seite behauptet, genau zu wissen, wie die Dinge aufgrund sogenannter geschichtlicher Entwicklungsgesetze, die Kraft von Naturgesetzen haben sollen, notwendig und unweigerlich kommen müssen, ohne dass an dieser Vorherbestimmung Wille oder Tun irgendwelcher Menschen auch nur das Geringste ändern könnten. Und dass man auf der anderen Seite eine politische Partei ist, die nichts anderes kann als wollen, fordern, Einfluss nehmen, tun, Einzelnes umwandeln. Die Brücke zwischen beiden Unvereinbarkeiten ist der törichtste Hochmut, der je in der Menschengeschichte zur öffentlichen Schau getragen wurde. Alles, was die Marxisten tun oder fordern, denn sie fordern ja mehr als sie tun, ist gerade in dem Augenblick ein notwendiges Glied der Entwicklung, ist von der Vorhersehung bestimmt, ist nur das Zutagetreten des Naturgesetzes. Alles, was die anderen tun, ist nutzloses Aufhalten wollen des Müssens. Alles, was die anderen tun, ist nutzloses Aufhalten wollen des Müssens, der von Karl Marx entdeckten und sichergestellten Geschichtstendenzen. Oder auch so. Die Marxisten sind mit dem, was sie wollen, die ausführenden Organe des Entwicklungsgesetzes. Sie sind die Entdecker und zugleich die Träger dieses Gesetzes. So etwas wie Legislative und Exekutive der Natur- und Gesellschaftsregierung in einer Person. Die anderen helfen allenfalls auch, diese Gesetze zur Durchführung zu bringen, aber gegen ihren Willen. Die Elenden wollen immer das Verkehrte, müssen aber mit all ihrem Streben und Tun der von der Wissenschaft des Marxismus festgelegten Notwendigkeit helfen.
aller Hochmut, alle Versessenheit und Verbohrtheit, alle Unduldsamkeit und einsichtslose Ungerechtigkeit und all das hämische Wesen, das fortwährend aus den Wissenschafts- und Parteiherzen der Marxisten zutage tritt, liegt also schon in ihrer absurd absonderlichen Verquickung von Theorie und Praxis, von Wissenschaft und Partei begründet. Der Marxismus ist der Professor, der herrschen will. Er ist also das rechte Kind von Karl Marx. Der Marxismus ist ein Gemächte, das aussieht wie sein Vater. Und die Marxisten sehen aus wie ihre Lehre. Nur dass die Geistesschärfe, das gründliche Wissen und die oft rühmenswerte Kombinationsgabe und Assoziationsfertigkeit des echten Professor Marx jetzt oft ersetzt ist durch Traktätchengelehrsamkeit, Parteischulenweisheit und plebejisches Nachschwatzen. Karl Marx ging noch wenigstens auf die Tatsachen des wirtschaftlichen Lebens, auf aktenmäßiges Quellenmaterial und, oft recht ungeniert sogar, auf die Manifestation großer Intuitiver zurück. Seine Nachfahren begnügen sich des Öfteren mit Kompendien und Lehrbüchern, die mit Genehmigung des Oberstudienrats in Berlin zusammengestellt worden sind. Und da wir hier das törichte und ruchlose Umschmeicheln des Proletariers nicht mitzumachen haben, da der Sozialismus das Proletariat abschaffen will und also nicht zu finden braucht, es sei eine für Geist und Herz aller Betroffenen besonders segensreiche Institution. Für große und begnadete Naturen wird es freilich wie jede Not und jede Hemmung eine volle Fracht Segen mit sich führen. Und zu hoffen ist immer noch, dass die Entbehrung und innere Leere, die wohl eine Art Bereitschaft und Erfüllbarkeit, Geladenheit ist, im großen Moment einmal ganze Massen zum geschlossenen Aufspringen zur Genialität der Aktion bringt. Darum soll hier noch einmal gesagt sein, wohl kann über das Proletariat wie über jedwedes andere Volk einmal das Wunder kommen, nämlich der Geist, aber mit dem Marxismus ist kein Pfingstwunder und kein Zungenreden über es gekommen, sondern die babylonische Verwirrung und die Blähsucht und der proletarische Professor, der proletarische Advokat und Parteiführer, das ist erst die rechte Karikatur der Karikatur, die Marxismus heißt. Der Sorte Sozialismus, die sich für Wissenschaft ausgibt. Was lehrt nun diese Wissenschaft des Marxismus? Was behauptet sie? Sie behauptet, die Zukunft zu kennen. Sie vermisst sich eine so tiefe Einsicht in ewige Entwicklungsgesetze und die bedingenden Faktoren des der Menschengeschichte zu haben, dass sie weiß, wie es kommt, wie die Geschichte weitergeht, was aus unseren Zuständen Produktions- und Organisationsformen wird. Nie ist Wert und Bedeutung der Wissenschaft lächerlicher verkannt worden. Nie ist ruchloser die Menschheit und dazu noch vor allem der entrechtete, der geistig beraubte und zurückgebliebene Teil der Menschheit mit einem verzerrten Hohlspiegelbild genarrt worden. Hier ist jetzt noch gar nicht die Rede von dem Inhalt dieser Wissenschaft, von dem angeblichen Gang der Menschheit, den die Marxisten entdeckt haben wollen. Hier geht es erst nur darum, die maßlos alberne Anmaßung aufzudecken, zu verhöhnen und zurückzuweisen. Es gebe eine Wissenschaft aus den Daten der Nachrichten von der Vergangenheit und den Tatsachen der Zustände der Gegenwart, die Zukunft mit Sicherheit zu erschließen, zu errechnen, zu bestimmen. Ich habe hier auch den Versuch gemacht, von dem zu reden, woher wir meinem Glauben nachkommen, und ich könnte es auch ruhig sagen, meinem Wissen nachkommen. Denn ich fürchte es nicht, ich hoffe es, von Eseln missverstanden zu werden. Wohin wir meiner innigen Überzeugung und Durchdrungenheit nachgehen, gehen müssen, gehen wollen müssen. Ein Müssen aber ist das freilich, das uns nicht in der Form des Naturgesetzes, sondern des Sollens gegeben ist. Denn, sage ich damit, ich wisse etwas in dem Sinne, wie man in der Mathematik aus bekannten Größen eine Unbekannte errechnet, wie man in der Geometrie eine Aufgabe lösen kann, wie man weiß, dass das Fallgesetz, das Gesetz von der Pendelschwingung, das Gesetz von der Erhaltung der Energie alle Wege gilt, wie ich die Bewegung eines fallenden oder geworfenen Körpers berechnen kann, wenn mir die für die Formel in Betracht kommenden Umstände bekannt sind, wie ich weiß, dass H2O Wasser ist, gibt, wie wir die Bewegungen vieler Gestirne berechnen,
Mond- und Sonnenfinsternis voraussagen können? Nein. Das alles sind wissenschaftliche Betätigungen und Ergebnisse. Es sind Naturgesetze, weil es Gesetze unseres Geistes sind. Es gibt aber auch ein Naturgesetz, ein Gesetz unseres Geistes, ein Teilgesetz des großen Gesetzes von der Erhaltung der Energie. Das heißt, was wir aus unserem Leib und Leben heraus machen werden, was die Fortsetzung des bisherigen, der bevorstehende Weg, das Ausladen der Kompression, das Auslösen der Disposition ist, das alles heißt Zukunft, kann uns nicht in der Form der Wissenschaft, das heißt der schon der Ordnung fähigen und vollendeten Tatsachen, sondern nur in der Form des Begleitgefühls der Disposition, des inneren Drucks und Langens und Verlangens, das der äußeren labilen Gleichgewichtslage genau adäquat ist, gegeben sein. Und das heißt Wollen, Sollen, Ahnung bis zur Prophetie, Vision oder künstlerische Gestaltung. Dem Wegmoment, an dem wir stehen, entspricht nicht ein Rechenexempel oder ein Tatsachenbericht oder gar ein Entwicklungsgesetz. Das wäre ein Hohn auf das Gesetz von der Erhaltung der Energie. Dem Weg entspricht eine Verwegenheit. Wissen heißt gelebt haben, haben des Gewesenen. Leben heißt Leben, Schaffen und Leiden des Kommenden. Damit ist nicht nur gesagt, dass es keine Wissenschaft von der Zukunft gibt, darin liegt auch, dass es nur ein Lebenswissen der noch lebendigen Vergangenheit gibt, aber keine tote Wissenschaft wie von etwas Totem und Liegendem. Die Marxisten und überdies alle Entwicklungsethiker und Entwicklungspolitiker, gleich viel ob sie der Theorie der Katastrophen- oder Umschlagsentwicklung anhängen, wie die vordarwinschen Marxisten oder ob sie einem gleichmäßig weitergehenden Fortschritt aus der langsam allmählichen Häufung von Kleinigkeiten statuieren wollen, wie die darwinistischen Revisionisten. Diese und alle Vertreter der Entwicklungswissenschaft sollten, wenn es sie gar nicht lässt, sich wissenschaftlich zu betätigen, einmal wissenschaftlich untersuchen, was die prachtvollen, als Gruppe zusammengehörigen Worte für eine wirkliche Bedeutung haben, was von der Wahrheit der Natur und des Geistes in ihnen zum Ausdruck kommt. Diese Worte: Ich weiß, ich kann, ich darf, ich will, es muss und ich soll. Sie würden zugleich wissenschaftlich bescheidener, menschlich genießbarer und männlich unternehmender werden. Geschichte also und Nationalökonomie sind keine Wissenschaft. Die in der Geschichte wirkenden Kräfte können nicht wissenschaftlich formuliert werden. Ihre Bedeutung wird immer eine Schätzung sein, die man je nach der Menschennatur, die sie in sich hat oder von sich gibt, mit einem höheren oder niedrigeren Namen belegen kann. Prophetie oder Professorengeschwätz. Immer wird sie eine Wertung sein, die von unserem Wesen, unserem Charakter, unserem Leben, unseren Interessen abhängt. Und überdies sind uns, selbst wenn uns die Kräfte so sicher bekannt wären, wie sie uns formlos, schwankend, unbestimmt und wechselnd sind, die Tatsachen für die Anwendung solcher Prinzipien unbeschreiblich schlecht bekannt. Was sind uns denn für äußere, wissenschaftlich zu behandelnde Tatsachen von der völlig unendlichen Vergangenheit von Menschen und Welt gegeben? Vielerlei freilich. Viel zu viel ist in den Karren dieser sogenannten Wissenschaft hergefahren und abgeladen worden. Nur sind es leider wirr und wüst und fragmentarisch durcheinander gemischte Trümmer aus einer Sekunde der sogenannten Menschen- und Weltgeschichte. Kein Beispiel ist krass genug, um zu verdeutlichen, wie wenig wir wissen. Ein Fall ist freilich, wie der herrliche Goethe sagt, auf Tausende wert und schließt sie in sich. Für das Genie und die Intuition nämlich. Nur, dass es für dieses ganze Gebiet des biologischen Werdens und der Menschengeschichte gar keine Fälle gibt, die Beispiele von Kräften oder Gesetzen wären, sondern, noch einmal mit Goethe zu reden, nur den Erfahrungsmist der Stoffsammler, Darwinisten und Revisionisten und den dialektischen Mist der Marxisten. Und darum eben ist das Genie, dem in den Dingen des Mitlebens der Menschen ein Fall auf Tausende repräsentiert, kein Genie der Wissenschaft, sondern ein Genie der Gestaltung und der Tat. Lebenswissen ist dabei, aber keine Wissenschaft ist es.
auf so vielerlei echte und große Wissenschaft es sich auch stützen mag. Und Gottlob, Weltlob, dass es so ist. Und selbstverständlich, dass es so ist. Wozu denn noch leben? Wäre denn das eine Möglichkeit zu leben, wenn wir wüssten, aber auch wirklich wüssten, alles wüssten, was kommt? Heißt denn nicht Leben neu werden? Heißt denn nicht Leben als der Alte, der Sichere, der Selbstgewisse und auf sich Stehende, als eine in sich geschlossene Welt, als der ewige Hineinschreiten ins Neue, ins Ungewisse, in jene andere Welt, die wir nicht sind, ins wiederum Ewige, von Tor zu Tor und von Heer zu Heer? Sind wir denn Leser oder Zuschauer oder von wohlbekannten Mächten ins wiederum Bekannte, vom Alten zum Alten Getriebene, wenn wir uns Lebende heißen? Oder sind wir nicht vielmehr der schreitende Fuß und die packende Hand, der Wirkende und nicht der Bewirkte? Und ist uns Welt nicht wie etwas Weiches, unbekannt und gestaltlos jeden Morgen, den wir vom Schlaf aufstehen, Neues und Geschenktes, das wir formen und mit dem Werkzeug unseres eigenen zu unserem eigenen machen? O ihr Marxisten, wenn ihr auch nur für euer privates Leben Fülle und Lebensfreude hättet, wolltet und könntet ihr das Leben nicht zur Wissenschaft machen wollen. Und wie dürftet ihr das gar, wenn ihr wüsstet, dass eure Aufgabe als Sozialisten wäre, den Menschen zu formen und Gemeinden der freudigen Arbeit, des freudigen Beieinanderlebens zu verhelfen? Der hier, nicht resigniert oder skeptisch oder klagend, sondern einverstanden und freudig sagt: Wir wissen nichts von den Vielfältigkeiten und Unsagbarkeiten des vergangenen und kommenden Lebens der Menschen und Völker. Ist einer, der stolz und hohen Mutes genug ist, mehr als viele das Geschick der Jahrhunderttausende in sich zu wissen, in sich zu fühlen, in sich zu leben? Wohl habe ich ein Bild von dem, was geschehen ist, von dem, was also unterwegs ist. Wohl habe ich mein Gefühl von unserer Bestimmung und unserer Bahn, und wohl weiß ich, wohin ich gehen, wohin ich weisen, wohin ich führen will. Wohl habe ich den Wunsch, meine Einsicht, mein glühendes Fühlen, mein starkes Wollen auf viele, auf Einzelne, auf Massen zu übertragen. Aber rede ich in Formeln? Bin ich ein Journalist, der sich verlogen als Mathematiker maskiert? Bin ich ein Rattenfänger, der die unmündigen Kinder mit der Wissenschaftspfeife in den Berg des Unsinns und des Schwindels führt? Bin ich ein Marxist? Nein. Aber ich sage, was ich bin. Ich brauche nicht zu warten, bis es mir die anderen, die Getroffenen, die Marxisten sagen. Gelernt, erforscht, zusammengetragen habe ich so gut wie einer. Und wenn es eine Wissenschaft der Geschichte und Nationalökonomie gäbe, dann hätte ich wohl Kopf genug, sie gelernt zu haben. Denn eigentlich seid ihr doch komische Leute, ihr Marxisten. Und wunderlich, dass ihr euch nicht selber wundert. Ist es denn nicht eine alte und sichere Sache, dass auch bescheidene Köpfe die Ergebnisse der Wissenschaften, wenn sie erst da sind, erlernen können? Was wollt ihr denn mit all eurem Streiten und Polemisieren und Agitieren, mit all eurem Fordern und Parlamenteln, mit all eurem Überreden und Argumentieren? Wenn ihr eine Wissenschaft habt, lasst doch das Überflüssige, nehmt den Bakel zur Hand und unterrichtet uns, lehret uns, lasst uns die Methoden lernen und fleißig üben, die Operationen, die Konstruktion, und macht doch endlich als Erfahrene, als Wissende und untrüglich Sichere, was euer Bebel als ehrlicher Dilettant versucht hat. Sagt uns endlich die genauen Daten der weiteren Geschichte, der Zukunft. Ich habe also auch gelernt, nicht wie ihr, sondern besser als ihr, und sage doch: Wissenschaft ist's freilich nicht, was ich lehre. Prüfe sich jeder, ob seine Natur, sein wahrhaftes Leben ihn auf dieselben Wege führt, und nur dann gehe er mit mir, aber dann gehe er mit mir. Ich habe besser gelernt als ihr, weil ich etwas habe, was euch fehlt. Hochmut freilich, was man gemeiniglich so nennt, habe ich keinen größeren als ihr. Und ich würde meine bescheidene, das heißt geziemende Meinung von mir selbst für mich behalten, wie es unter Ebenbürtigen sich von selbst verstünde, wenn hier nicht Nötigung wäre zu sagen, wer ein Sozialist ist und wer keiner ist. Denn verhöhnt und verjagt müssen sie werden,
die Kaltsinnigen aus Niflheim, die dem Sozialismus usurpiert haben, die das Kapital bewachen wie jene Zwerge des Nibelungenhort. Der Sozialismus muss zu seinen rechten Erben kommen, damit er werde, was er ist, eine Freude und ein Jauchzen, ein Bauen und ein Schaffen, ein schön zu Ende geträumter Traum, der nun im Tun und für alle Sinn und alles urvolle Leben eine Erfüllung werden soll. Und weil die Erben noch schlummern und in fernen Landen des Traums und der Form weilen, und weil doch endlich einer anfangen muss, die Hand aufs Erbe zu legen, muss ich es sein, der die Erben zusammenruft und der sich als einer von ihnen legitimiert. Woher kommt denn all der Wissenschaftsaberglauben der Marxisten? Sie wollen die vielfachen, zersplitterten, durcheinander gewonnenen Einzelheiten der Überlieferung und der Zustände auf einen Faden, in eine Ordnung, zu einer Einheit bekommen. Auch sie haben das Bedürfnis nach Vereinfachung, nach Einheit, nach Allgemeinheit. Sind wir wieder einmal bei dir angelangt, herrliches, erlösendes, allgemeines und eines, dass du dem wahren Denken so nötig bist wie dem wahren Leben, dass Mitleben schafft und Gemeinschaft und Einung und Innung, dass im Kopf der Denkenden die Idee ist und im Leben aller Lebenden durch alle Reiche der Natur hin der Bund der Bünde ist, dass du mit Namen heißest Geist. Dich aber haben sie nicht und darum ersetzen sie dich. Daher kommt ihnen die täuschende Fälschung, die Surrogatware ihrer Geschichtsklitterung und ihrer Wissenschaftsgesetze. Sie kennen nur ein einziges bannendes, nur ein formendes, zusammenrückendes, die Einzelheiten ordnendes, das auseinandergesprengte verbindendes, nur ein Prinzip, nur ein allgemeines, die Wissenschaft. Und wohl ist Wissenschaft Geist, Ordnung, Einheit und Bund, wo sie Wissenschaft ist. Wo sie aber Schwindel und Affenbetrug ist, wo der angebliche Mann der Wissenschaft nur ein verkleideter Journalist und ein nur schlecht sich verstellender Leitartikelschreiber ist, wo statistisch formulierte Tatsachenhaufen und dialektisch maskierte Philistermeinung für eine Art höhere Mathematik der Geschichte und untrügliche Anweisung fürs künftige Leben gelten wollen. Da ist diese sogenannte Wissenschaft Ungeist, Hemmung des Geistes. Ein Hindernis, das endlich gesprengt, mit Gründen und Lachen, mit Feuer und Wut vertilgt werden muss. Ihr kennt die anderen Formen des Geistes nicht und habt darum die Professorlarve vor eure Advokatengesichter gezogen, wo ihr nicht wirkliche Professoren seid, die den Propheten spielen wollen, wie jener andere Professor, euer Schutzpatron, die Laute spielen wollte, aber nicht konnte. Wir aber wissen es und haben es hier nun schon oft gesagt, was alles noch Geist ist. Wir haben eine Allgemeinheit, ein Zusammengehen des Ganges der Menschheit anderer Art, anderer Herkunft als ihr. Wir haben unser Wissen zusammen mit unserem großen Grundfühlen und unserem starken Weithinwollen. Wir sind, zuvor aber, arme Marxisten, nehmt einen Stuhl und setzet euch und haltet euch fest, denn es kommt Fürchterliches. Anmaßendes kommt und zugleich wird euch etwas weggenommen, was ihr mir so brennend gern selbst verächtlichen Tonfalls entgegengeworfen hättet. Wir sind Dichter. Und die Wissenschaftsschwindler, die Marxisten, die Kalten, die Hohlen, die Geistlosen wollen wir wegräumen, damit das dichterische Schauen, das künstlerisch konzentrierte Gestalten, der Enthusiasmus und die Prophetie die Stätte finden, wo sie fortan zu tun, zu schaffen, zu bauen haben. Im Leben, mit Menschenleibern, für das Mitleben, Arbeiten und Zusammensein der Gruppen, der Gemeinden, der Völker. Jawohl denn. Wirklich, als volle Tatsächlichkeit soll kommen und wahr werden, was Dichtertraum und Melodie und berückende Linie und leuchtende Farbenpracht lange genug nun war. Wir Dichter wollen im Lebendigen schaffen und wollen sehen, wer der größere und stärkere Praktiker ist. Ihr, die ihr zu wissen behauptet und nichts tut, oder wir, die nun das lebendige Bild in uns haben und das sichere Gefühl und den hinausgreifenden Willen und die wir tun wollen, was nur getan werden kann, tun wollen jetzt gleich und immerzu und unentwegt, die wir die Menschen, die mit uns sind, sammeln wollen zu einem Keil, der vorwärts dringt und immer weiter im Tun, im Bauen, im Wegräumen, immerzu über euch weg mit Lachen und Gründen und Zürnen. Über schwerere Klötze weg mit Angreifen und Kämpfen. Wir bringen keine Wissenschaft und keine Partei. Wir bringen noch weniger einen Geistesbund,
wie ihr ihn versteht. Denn wenn ihr von so etwas redet, denkt ihr an das, was ihr Aufklärung nennt und was wir Halbbildung und Traktätchenfutter heißen. Der Geist, der uns trägt, ist eine Quintessenz des Lebens und schafft Wirklichkeit und Wirksamkeit. Dieser Geist heißt mit anderem Namen Bund. Und was wir dichten, schön machen wollen, ist Praktik, ist Sozialismus, ist Bund der arbeitenden Menschen. Hier sehen wir es nun offenbar vor Augen und können es mit Händen greifen, warum die Marxisten in ihrer famosen Geschichtsauffassung, die sie die materialistische nennen, den Geist ausgeschaltet haben. Wir können an dieser Stelle die Erklärung besser geben, als es anderen trefflichen Bestreitern der Marxisten gelingen konnte. Die Marxisten haben in ihren Erklärungen und Auffassungen aus sehr natürlichem, ja geradezu aus trefflich materiellem Grunde den Geist ausgeschaltet, weil sie nämlich keinen haben. Aber wenn nur wenigstens wahr wäre, dass ihre Art, die Geschichte darzustellen, eine materialistische heißen darf, das wäre ein rühmliches, ein gewaltiges Unternehmen sogar, freilich eines, dessen Veranstalter ohne eigenen Geist nicht auskäme. Den Versuch zu machen, das Ganze der Menschheitsgeschichte bloß in der Form von physischen Vorgängen, von körperlich-dinglichen Prozessen, von einem unendlichen Wechselverkehr zwischen den materiellen Vorgängen der übrigen Welt und den physiologischen Prozessen der Menschenleiber darzustellen. Es könnte das freilich aus den Gründen, die ich schon gesagt habe, keinerlei auf Gesetzen aufgebaute Wissenschaft sein. Nur eine geistvolle und fast fantastische Skizze zu einer solchen könnte es werden. Aber es wäre etwas, an das einer schon beinahe sein Leben setzen könnte. Und vielleicht kommt einmal einer, der es unternimmt. Und wäre es einer, der es nur darum tut, um das Recht, die Grundlage und die Sprachmöglichkeit zu finden, nunmehr diesen starren Bau flüssig und völlig zum Bilde zu machen und die große Umkehrung vorzunehmen. Die ganze Menschengeschichte, nämlich unter Ausschaltung jeglicher Körperlichkeit, als psychisches Gesamtheitsgeschehen, als den Austausch geistigen Strömens darzustellen. Denn wer so Materialismus bis in die äußerste Konsequenz zu denken vermag, weiß, dass er nur die andere Seite des Idealismus ist. Wer so wirklicher Materialist ist, kann nur aus der Schule Spinozas kommen. Aber genug damit. Was verstehen die Marxisten davon? Die Marxisten, die, wenn man Spinoza sagt, vulgar an die überzwerche Puppe denken, die ihre und die darwinistisch-monistischen Traktätchenverfasser aus Spinoza gemacht haben. Genug damit. Hier ist nun nötig zu sagen, dass, was die Marxisten materialistische Geschichtsauffassung nennen, nicht das Mindeste mit irgendeinem vernünftig aufgefassten Materialismus zu tun hat. Am Ende hielten sie es gar für einen Widerspruch, den Materialismus vernünftig aufzufassen und hätten nicht einmal Unrecht. Allenfalls dürfte die Geschichtsauffassung, die sie lehren, ökonomistische heißen. Ihr wahrer Name ist, wie gesagt, geistlose Geschichtsauffassung. Sie behaupten nämlich entdeckt zu haben, die politischen Zustände, die Religionen, die geistigen Strömungen insgesamt, ihre eigene Lehre und ihr ganzes Agitieren und Politisieren natürlich nicht ausgenommen, seien nur der ideologische Überbau, so eine Art nachträgliche Doppelgängererscheinung der wirtschaftlichen Zustände und gesellschaftlichen Institutionen und Prozesse. Wie viel Geistiges, Seelisches mit dem unabschätbar verwachsen ist, was sie wirtschaftlich und gesellschaftlich nennen, dass vor allem das Wirtschaftsleben nur ein winziger Teil des Gesellschaftslebens ist und dass dieses von den großen und kleinen geistigen Gebildeten und Bewegungen des Mitlebens gar nicht zu trennen ist, stört die Oberflächlichen nur wenig, für die es in allen ihren Kundgebungen kennzeichnend ist, dass sie Schnellredner und Drauflosschwätzer sind, dass sie nie das Bedürfnis gespürt haben, ihren eigenen Worten auf den Grund zu gehen. Hätten sie das je getan, wären sie tief Verschwiegene geworden. Denn an ihren Widersprüchen und Unvereinbarkeiten wären sie erstickt. Dieser widerspruchsvolle Missbrauch der Worte hat nun aber doch die Marxisten gestört, aber freilich nur so, wie Ungründliche sich irritieren lassen. Die einen finden sich mit dem Widerspruch durch die eine Verkehrtheit und Halbheit und die anderen durch eine andere Schiefheit und Verbiegung ab. Und so entstanden verschiedene Strömungen unter ihnen und es hat allerlei Spannungen und Spaltungen gegeben. Die einen schließen aus der Lehre, der Marxismus verkünde eine apolitische und fast antipolitische Haltung, da ja die Politik nur das fast irrelevante Spiegelbild der Wirtschaft sei. Es komme nicht auf Politik, Gesetzgebung und Staatsform an, sondern auf wirtschaftliche Formen und wirtschaftliche Kämpfe. Aber auch diese Kämpfe sind natürlich in die reine Lehre nur eingeschmuggelt. Denn ein Kampf, auch ein wirtschaftlicher,
ist eine durchaus geistige Sache und mit allem Leben des Geistes stark verwachsen. Aber genug davon, denn wie gesagt, wer irgendeinem Punkt des Marxismus auf den Grund geht, stößt immer auf die Unmöglichkeit und das Kompromiss und die Kontrabände. Die anderen wollen trotzdem mit Hilfe der Politik auf die wirtschaftlichen Dinge einwirken und fügen den Kompromissen, Ausreden und mühsamen Flickereien mit der Wirklichkeit, die so total anders aussieht als ihre professorale Ausschwitzung auf dem Papier, fügen diesen Bemäntelungen, die sie alle machen müssen, noch ein paar neue hinzu. Es kommt nicht darauf an, und wir halten uns bei diesen Streitfragen nicht weiter auf. Mögen sie die Politikomarxisten mit ihren Brüdern, den Syndikalisten oder den neuerdings durch elenden Missbrauch zweier edlen Namen sogenannten Anarchosozialisten ausfechten. Denn die ganze Lehre ist falsch und hält nicht Stich und Faden, und als wahr und wertvoll bleibt nur die Beherzigung übrig, die in England und anderswo schon lange vor Karl Marx eingeschärft worden ist. Man dürfe bei Betrachtung der menschlichen Geschehnisse die eminente Bedeutung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zustände und Umwandlung nicht verkennen. Dieser Hinweis erfolgte in der großen Bewegung, die man die Entdeckung der Gesellschaft im Gegensatz zum Staat nennen müsste. Eine Entdeckung, die einer der frühesten und wichtigsten Schritte zur Freiheit, zur Kultur, zum Bunde, zum Volke, zum Sozialismus ist. Überaus Heilvolles und Wegreiches steckt in diesen großen Schriften der politischen Ökonomisten, der glänzenden Publizisten des 18., der ersten Sozialisten des 19. Jahrhunderts. Der Marxismus aber hat daraus nur eine Karikatur, eine Fälschung, eine Korruption gemacht. Die sogenannte Wissenschaft, die die Marxisten daraus gemacht haben, ist in ihrer tatsächlichen Wirkung ein kläglicher und doch verhängnisvoller Versuch. Denn keine angebliche Wissenschaft ist so dumm, dass sie nicht, wenn sie demagogisch oder auch nur populär ausgemünzt wird, gebildete und ungebildete Massen und nicht zuletzt auch Universitätsprofessoren einfängt. Der Marxismus also versucht, den Strom, der vom Staat und damit von der Unkultur wegführt, hin zu Bünden der Freiwilligkeit und des gemeinsamen Geistes, den Strom, der die Gesellschaft der Gesellschaften auf seinem Rücken trägt, wieder zurückzubringen zum Staat und zum Ungeist, all unserer Einrichtung des Mitlebens. In diesem Strom dabei noch die Mühlen ehrgeiziger Politikanten treiben zu lassen. Das müssen wir noch näher besehen. Denn wir haben erst nur zwei Häute der marxistischen Tränenzwiebel abgeschält. Wir müssen noch mehr ins Innere vordringen und wenn uns dabei das Weinen ankommen sollte. Wir müssen das Missgebilde weiter sezieren und ich verspreche, ein bisschen Prusten und Niesen und etliches Lachen wird immer dabei sein. Wir haben gesehen, was es mit der Wissenschaft und was es mit dem Materialismus der Marxisten auf sich hat. Was aber ist denn das nun für ein geschichtlicher Verlauf der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, den sie entdeckt haben, nicht doch der aus der materiellen Wirklichkeit ihnen in den geistigen Überbau, wahrscheinlich in ihre kartesianische Zirbeldrüse, hineingewachsen ist? Wir sind jetzt bei dem Moment angelangt, wo sich der Professor, der Leben in Scheinwissenschaft, Menschenleiber in Papier verwandelt, die ein Professor ganz anderer Art mit ganz anderen Verwandlungskünsten verwandelt. Professoren nennen sich ja wohl auch gewöhnlich die Verwandlungskünstler, Zauberer, Prestige-Agitateure, die ihre Fingerfertigkeit und Volubilität auf Jahrmärkten produzieren. Die berühmtesten, die entscheidenden Kapitel von Karl Marx haben mich immer an Zauberprofessoren dieser Art erinnert. 1, 2, 3, ohne jede Hexerei. Folgendermaßen ist nach Karl Marx die Fortschrittslaufbahn unserer Völker vom Mittelalter über die Gegenwart zur Zukunft ein Lauf, der sich mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses, nach dem englischen Text, der noch deutlicher ist, mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes, übrigens mit steigender Geschwindigkeit vollziehen soll. Im ersten Stadium, dem kleinlichen, krämerhaften, wo es nur Durchschnittsmenschen, Mittelmaß, Kleinbürger und dergleichen erbärmliches Volk gibt, haben sehr viele jeder sehr kleines Eigentum. Nun kommt die zweite Stufe, der Aufschwung zum Fortschritt, der erste Entwicklungsprozess, der Weg zum Sozialismus, Kapitalismus genannt. Jetzt sieht die Welt schon ganz anders aus. Wenige haben jeder sehr großes Eigentum, die Masse hat nichts. Der Übergang in diese Stufe war schwer. Und ohne Gewalt und Hässlichkeit ging es nicht ab. Auf der Stufe aber geht's nun dem gelobten Land auf den gut geölten Schienen der Entwicklung immer näher und leichter entgegen. Gottlob werden immer mehr Massen proletarisiert. Gottlob gibt's immer weniger Kapitalisten.
Sie expropriieren sich gegenseitig, bis nur noch Massen von Proletariern wie Sand am Meer ganz vereinzelten Riesenunternehmern gegenüberstehen. Und nun ist der Sprung zur dritten Stufe, nun ist der zweite Entwicklungsprozess, der letzte Schritt zum Sozialismus, nur noch ein Kinderspiel. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt. Innerhalb des Kapitalismus ist man, sagt Karl Marx, zur Zentralisation der Produktionsmittel und zur Vergesellschaftung der Arbeit gekommen. Er nennt das eine Produktionsweise, die unter dem Kapitalmonopol aufgeblüht ist. Wie er denn immer leicht in Dichterstimmung kommt, wenn er die letzten Schönheiten des Kapitalismus unmittelbar bevor er in Sozialismus umschlägt besingt. Nun also ist es soweit. Die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigene Negation, den Sozialismus. Denn die Kooperation und der Gemeinbesitz der Erde ist, sagt Karl Marx, schon eine Errungenschaft der kapitalistischen Ära. Die großen, ungeheuren, fast unendlichen Menschenmassen, die Proletarisierten, haben wirklich fast nichts mehr für den Sozialismus zu tun. Sie müssen nur warten, bis es soweit ist. Denn nicht wahr? Soweit sind wir doch noch lange nicht, ihr Herren von der Wissenschaft, dass uns der Kapitalismus die Kooperation und den Gemeinbesitz an der Erde und den Produktionsmitteln gebracht hätte. Was Gemeinbesitz heißt, das wenigstens ist doch insoweit klar, so viele sehr verschiedene Formen des Gemeinbesitzes es auch geben kann, dass er etwas anderes als Usurpation, als Privileg, als Privateigentum sein muss? Ist von diesem Gemeinbesitz, der schon in der Ära des Kapitalismus kommen soll, der die größte Ähnlichkeit schon mit dem Sozialismus haben soll, jetzt schon etwas zu merken? Ja oder nein? Wir möchten nämlich ganz gerne wissen, wie lange es etwa noch dauern kann mit dem Naturprozess. Heraus bitte mit eurer Wissenschaft. Aber wer weiß. Vielleicht hat Karl Marx doch schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Spuren oder gar sichtbare Anfänge des Gemeinbesitzes an der Erde und den Produktionsmitteln sich aus dem Kapitalmonopol heraus entwickeln sehen. Denn was die Kooperation angeht, ist die Sache bei näherem Zusehen schon ganz unzweideutig. Für mich freilich heißt Kooperation Zusammenwirken und gemeinsame Arbeit. Und wenn man nicht ein Narr ist, der das gemeinsame Ziehen einer Kuh und eines Pferdes vor einem Pflug oder die nach Lokalität oder auch Arbeitsteilung gemeinsame Arbeit von Sklaven, einer Baumwollpflanzung oder einem Zuckerrohrfeld Kooperation und gemeinsame Arbeit nennt. Aber wie ist mir denn? Genau dieser Narr ist ja Karl Marx. Was Zukunft? Was weitere Entwicklung des Kapitalismus? Der kluge Gelehrte hielt sich an die Gegenwart. Die Arbeitsform, die er im kapitalistischen Betrieb seiner Zeit gesehen hat, das Fabriksystem, die Arbeit Tausender im engen Raume, die Anpassung des Arbeiters an die Werkzeugmaschinen und die damit sich ergebende, weitgehende Arbeitsteilung in der Herstellung der Waren für den kapitalistischen Weltmarkt. Das hat Karl Marx die Kooperation genannt, die ein Element des Sozialismus sein soll. Spricht er doch ohne jede Frage davon, dass der Kapitalismus tatsächlich bereits auf gesellschaftlichem Produktionsbetrieb beruhe. Jawohl, man sträubt sich gegen so exemplarischen Unsinn. Aber das ist ohne Frage die wahre Meinung von Karl Marx. Der Kapitalismus entwickelt ganz und gar den Sozialismus aus sich heraus. Die sozialistische Produktionsweise erblüht. Aus dem Kapitalismus. Schon haben wir Kooperation. Schon sind wir mindestens auf bestem Wege zum Gemeinbesitz der Erde und der Produktionsmittel. Schließlich tut nichts mehr Not, als die paar übrig gebliebenen Eigentümer zu verjagen. Alles andere ist aus dem Kapitalismus erblüht. Denn der Kapitalismus, das ist der Fortschritt. Das ist die Gesellschaft, das ist eigentlich schon der Sozialismus. Der wahre Feind, das sind die Mittelstände, der kleine Industrielle, der kleine Kaufmann, der Handwerker, der Bauer. Denn die arbeiten selber und haben höchstens ein paar Gehilfen und Lehrlinge. Das ist das Murksige, der Zwergbetrieb. Der Kapitalismus aber ist die Uniformität, die Arbeit Tausender an einer Stelle, die Arbeit für den Weltmarkt. Und das ist die gesellschaftliche Produktion und der Sozialismus. Das ist die wahre Lehre von Karl Marx. Wenn der Kapitalismus ganz und gar über die Reste des Mittelalters gesiegt hat, ist der Fortschritt besiegelt und der Sozialismus so gut wie da. Ist es nicht von symbolischer Bedeutung, dass das Grundwerk des Marxismus, die Bibel dieser Sorte Sozialismus, das Kapital heißt? Diesem Kapitalsozialismus stellen wir unseren Sozialismus gegenüber und sagen, der Sozialismus, die Kultur und der Bund, der gerechte Austausch und die freudige Arbeit, die Gesellschaft der Gesellschaften kann erst kommen, wenn ein Geist erwacht,
wie die christliche Zeit und die vorchristliche Zeit der germanischen Völker einen Geist kannte. Und wenn dieser Geist fertig wird mit der Unkultur, der Auflösung und dem Niedergang, der wirtschaftlich gesprochen Kapitalismus heißt. So steht's nun in ganzer Schärfe einander gegenüber. Hi Marxismus, hi Sozialismus. Marxismus, die Geistlosigkeit, die papierne Blüte am geliebten Dornstrauch des Kapitalismus. Sozialismus, das Neue, das sich gegen die Verwesung, die Kultur, die sich gegen die Vereinigung von Ungeist, Not und Gewalt, gegen den modernen Staat und den modernen Kapitalismus erhebt. Und jetzt könnte man verstehen, was ich diesem nicht minder modernen, was ich dem Marxismus ins Gesicht sagen will, dass er die Pest unserer Zeit und der Fluch der sozialistischen Bewegung ist. Jetzt soll noch deutlicher gesagt werden, dass es so ist, warum es so ist, warum der Sozialismus nur in Todfeindschaft gegen den Marxismus erstehen kann. Denn der Marxismus ist vor allem der Philister. Der Philister, der geringschätzig auf alles Vergangene blickt, der das die Gegenwart oder den Anfang der Zukunft nennt, wo er sich zu Hause fühlt, der an den Fortschritt glaubt, dem 1908 besser gefällt als 1907, der von jedem 1909 etwas anderes, ganz Besonderes, von so etwas Fernem wie 1920 aber schon beinahe ein Wunder, ein endgültiges erwartet. Der Marxismus ist der Philister und darum der Freund des Massenhaften und des Breiten. So etwas wie eine Städterepublik des Mittelalters oder eine Dorfmark oder ein russischer Mir oder ein Schweizer Alment oder eine kommunistische Kolonie kann für ihn nie die geringste Ähnlichkeit mit Sozialismus haben. Aber ein breiter, zentralisierter Staat sieht seinem Zukunftsstaat schon einigermaßen ähnlich. Zeigt man ihm ein Land in einer Zeit, wo die kleinen Bauern gedeihen, wo ein kunstreiches Handwerk blüht, wo es wenig Elend gibt, so rümpft er verächtlich die Nase. Und keinen schlimmeren Schimpf glaubt Karl Marx und seine Nachfahren, dem größten aller Sozialisten, Proudhon, antun zu können, als dass sie ihn einen kleinbürgerlichen und kleinbäuerlichen Sozialisten nannten, was gar keine falsche Beurteilung und ganz gewiss kein Schimpf war, da eben Proudhon den Menschen seines Volkes und seiner Zeit, vorwiegend kleinen Bauern und Handwerkern, prachtvoll gezeigt hat, wie sie sofort, ohne erst den sauberen Fortschritt des Großkapitalismus abzuwarten, zum Sozialismus hätten kommen können. Das können nun die Entwicklungsgläubigen gar nicht hören. Dass man von einer Möglichkeit spricht, die einmal da war und doch nicht Wirklichkeit geworden ist. Und die Marxisten und die von ihnen Angesteckten können es darum so gar nicht hören. Dass man von einem Sozialismus spricht, der vor der weiteren Abwärtsbewegung, die sie Aufwärtsbewegung des gesegneten Kapitalismus nennen, hätte möglich sein können. Wir aber trennen nicht eine fabelhafte Entwicklung und gesellschaftliche Prozesse von dem, was Menschen wollen, tun, hätten wollen können und hätten tun können. Wir wissen, dass die Determination und die Notwendigkeit alles Geschehenes und also auch des Wollens und Tuns allerdings selbstverständlich gilt und ohne jede Ausnahme gilt. Aber immer nur hinten nach kann man feststellen, wenn eine Wirklichkeit da ist, dass sie also eine Notwendigkeit ist. Wenn etwas nicht geschah, dass es also nicht möglich war, weil zum Beispiel die Menschen, an die mit großem Fug appelliert wurde und denen mit großer Notwendigkeit Vernunft gepredigt worden ist, nicht wollten und nicht vernünftig sein konnten. Aha, werden die Marxisten triumphierend sagen wollen. Karl Marx hat aber vorausgesagt, dass dazu keine Möglichkeit war. Jawohl, antworten wir, und hat damit ein sicheres Teil der Schuld auf sich genommen, dass es nicht zu gekommen ist. Ist für damals und noch viel mehr für später einer der Hinderer und der Schuldigen gewesen. Denn für uns besteht die Menschengeschichte nicht aus anonymen Prozessen und nicht bloß aus der Häufung vieler kleiner Massengeschehnisse und Massenunterlassungen. Für uns sind die Träger der Geschichte Personen. Und für uns gibt es auch Schuldige. Glaubt man denn, Proudhon habe nicht wie jeder Prophet, wie jeder Johannes, stärker als irgendeiner von den kalten Wissenschaftszuschauern oft in großen Stunden das Gefühl der Unmöglichkeit gehabt, diese seine Menschen zu dem zu führen, was er als schönste und natürlichste Möglichkeit vor sich sah? Der kennt die Apostel und Führer der Menschheit schlecht, der meint, der Glaube an die Erfüllung gehöre zu ihrem großen Tun, zu ihrem visionären Gebaren und drängenden Gestalten. Der Glaube an ihre heilige Wahrheit gehört dazu und die Verzweiflung an den Menschen und das Gefühl der Unmöglichkeit. Wo über die Menschheit Großes und Überwältigendes, Umschwung und Neuerung gekommen ist,
Da ist es das Unmögliche und Unglaubliche, das ist eben das Selbstverständliche gewesen, was die Wendung gebracht hat. Aber der Marxismus ist der Philister und darum verweist er immer voller Hohn und Triumph auf Fehlschläge und vergebliche Versuche und hat solche kindische Angst vor den Niederlagen. Gegen nichts trägt er mehr Verachtung zur Schau als gegen das, was er Experimente oder gescheiterte Gründungen nennt. Schande und ein Zeichen schmählichen Niederganges, insbesondere des deutschen Volkes, dem solche Angst vor dem Idealismus, der Schwärmerei und dem Heroismus so besonders schlecht ansteht, dass solche Jämmerlinge seinen geknechteten Führer sein sollen. Aber die Marxisten sind für die armen Massen genau dasselbe, was die Nationalrenommisten seit 1870 für die satten Volksschichten sind. Erfolganbeter. Wir kommen hier hinter einen anderen, einen zutreffenderen Sinn der Bezeichnung materialistische Geschichtsauffassung. Jawohl, Materialisten im gewöhnlichen, im groben, im populären Sinne des Wortes sind die Marxisten und waren genau wie die Nationaltröpfe bemüht, den Idealismus herunterzubringen und auszumerzen. Was der Nationalbourgeois aus dem deutschen Studenten gemacht hat, haben die Marxisten aus weiten Schichten des Proletariats gemacht. Feigherzige Leutchen ohne Jugend, ohne Wildheit, ohne Wagemut, ohne Lust am Versuchen, ohne Sektierertum, ohne Ketzerei, ohne Originalität und Absonderung. All das aber brauchen wir. Wir brauchen Versuche, wir brauchen den Zug der Tausend nach Sizilien, wir brauchen diese wunderköstlichen Garibaldi-Naturen und wir brauchen Fehlschläge über Fehlschläge und die zähe Natur, die sich durch nichts abschrecken lässt, die festhält und aushält und immer noch einmal ansetzt, bis es gelingt, bis wir durch sind, bis wir unüberwindlich sind. Wer die Gefahr der Niederlage, der Vereinsamung, des Rückschlags nicht auf sich nimmt, wird nie zum Siege kommen. O ihr Marxisten, ich weiß, wie übel euch das alles in den Ohren klingt. Wie ihr nichts mehr fürchtet, als was ihr Nackenschläge nennt. Das Wort gehört zu eurem besonderen Sprachschatz und vielleicht mit einigem Recht, weil ihr dem Feind mehr den Nacken zeigt als die Stirn. Ich weiß, wie tief verhasst, wie widerwärtig und all eurem trockenen Stubenwesen unangenehm solche Feuernaturen wie Proudhon auf dem Gebiete des Bauens, Bakunin oder Garibaldi auf dem Gebiete der Destruktion und des Kampfes euch sind. Wie alles Romanische, alles Keltische, alles, was nach freier Luft und Wildheit und Initiative aussieht, euch geradezu peinlich ist. Ihr habt euch genug damit geplagt, alle Freiheit, alles Persönliche, alle Jugend, alles, was ihr Dummheiten nennt, aus der Partei, aus der Bewegung, aus den Massen herauszubringen. Wahrlich, es stünde besser um den Sozialismus und unser Volk, wenn wir statt der systematischen Dummheit, die ihr eure Wissenschaft nennt, die feuerköpfigen Dummheiten der hitzigen und brausenden und überschäumenden hätten, die ihr nicht ausstehen könnt. Jawohl, wir wollen machen, was ihr Experimente nennt. Wir wollen aus dem Herzen heraus schaffen und tun. Und wir wollen denn, wenn's sein muss, so lange Schiffbruch leiden und Niederlagen auf uns nehmen, bis wir den Sieg haben und Land sehen. Aschenhafte, schlafmützige Philister sind über dir, Volk. Wo sind die Kolumbus-Naturen, die lieber auf gebrechlichem Schiff und aufs Ungewisse hin aufs hohe Meer gehen, als auf die Entwicklung zu warten? Wo sind die Jungen, die munteren, sieghaften, roten, die über diese Grauen zu lachen beginnen? Nicht gerne hören die Marxisten solche Worte, solche Anfälle, die sie Rückfälle nennen, solche Schwärmereien und Unwissenschaftlichkeiten. Ich weiß es. Und gerade darum tut es mir so sehr wohl, dass ich Ihnen auch das noch gesagt habe. Gut und stichhaltig sind die Gründe, die ich gegen Sie brauche. Aber wenn ich Sie, statt Sie mit Gründen zu widerlegen, mit Hohn und Lachen totärgern täte, wäre es mir auch recht. Der Philister-Marxist also ist viel zu klug, viel zu besonnen, viel zu vorsichtig, als er je hätte auf den Einfall kommen können, wenn der Kapitalismus schon im vollen Hereinbrechen ist, wie es zur Zeit der Februarrevolution in Frankreich der Fall war, den Versuch zu machen, ihm durch sozialistische Organisation entgegenzutreten. Ebenso wie er die Formen lebendiger Gemeinschaft aus dem Mittelalter, die man in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, in Russland vor allem durch Jahrhunderte des Niedergangs hindurch gerettet hat, lieber umbringen und im Kapitalismus ersäufen möchte, als anerkennen, dass in ihnen die Keime und Lebenskristalle
auch der kommenden sozialistischen Kultur stecken. Aber zeigt man ihm die wirtschaftlichen Zustände etwa Englands aus der Mitte des 19. Jahrhunderts mit seinem wüsten Fabriksystem, mit der Verödung des Landes, mit der Uniformierung der Massen und des Elends, mit dem Wirtschaften für den Weltmarkt statt für wirkliche Bedürfnisse, so findet er darin gesellschaftliche Produktion, Kooperation, Anfänge des Gemeinbesitzes. Er fühlt sich wohl. Der echte Marxist, wenn er noch nicht schwankend geworden ist und Konzessionen zu machen begonnen hat, heutzutage machen diese Zusammenbrechenden freilich schon längst alle Konzessionen, will gar nichts wissen von bäuerlichen Genossenschaften, von Kreditgenossenschaften, von Arbeitergenossenschaften, selbst wenn sie ins Großartige gewachsen sind. Ganz anders imponieren ihm kapitalistische Warenhäuser, in denen so viel Organisationsgeist für Unproduktives, für Raub und Usurpation, für den Verkauf von Ton und Schund aufgewendet ist. Aber hat sich denn je ein Marxist um diese große, entscheidende Frage gekümmert? Was für den Weltmarkt produziert? Was an die Konsumenten verschlissen wird? Immer haftet ihr Blick nur an den äußeren, unwesentlichen, oberflächlichen Formen der kapitalistischen Produktion, die sie gesellschaftliche Produktion nennen, von denen jetzt noch die Rede sein muss. Der Marxismus ist der Philister, und der Philister kennt nichts Wichtigeres, nichts Großartigeres, nichts, was ihm heiliger ist als die Technik und ihre Fortschritte. Stelle einen Philister vor Jesus, der in seinem Reichtum, in der Ausgiebigkeit seiner unerschöpflichen Gestalt nebst dem, was er überdies für den Geist und das Leben bedeutet, auch ein gewaltiger Sozialist ist. Stelle einen Philister vor den lebendigen Jesus am Kreuz und vor eine neue Maschine zur Fortbewegung von Menschen oder Sachen. Er wird, wenn er ehrlich und kein Bildungsheuchler ist, das gekreuzigte Menschenkind eine total unnütze und überflüssige Erscheinung finden und hinter der Maschine herlaufen. Und doch, wie viel mehr wahrhaft bewegt hat diese stille, ruhende, leidende Größe des Herzens und des Geistes als alle Bewegungsmaschinerien dieser Zeiten. Und doch, wo wären denn alle Bewegungsmaschinerien unserer Zeiten ohne diesen stillen, ruhenden, leidenden, Großen am Kreuz der Menschheit? Auch das sollte hier gesagt sein, obwohl es nur die leicht verstehen werden, die es schon vorher gewusst haben. Hier nun, wo wir die grenzenlose Verehrung des Gevatters Fortschrittlers vor der Technik sehen, lernen wir die Herkunft dieses Marxismus kennen. Der Vater des Marxismus ist nicht das Geschichtsstudium, ist auch nicht Hegel, ist weder Smith noch Ricardo noch einer der Sozialisten vor Marx, ist auch kein revolutionär demokratischer Zeitzustand, ist noch weniger der Wille und das Verlangen nach Kultur und Schönheit unter den Menschen. Der Vater des Marxismus ist der Dampf. Alte Weiber prophezeien aus dem Kaffeesatz. Karl Marx prophezeite aus dem Dampf. Was Marx nämlich für Sozialismusähnlichkeit hielt, für die unmittelbar vorbereitende Stufe vor dem Sozialismus, war nichts als die Organisation des Produktionsbetriebs, die die technischen Erfordernisse der Dampfmaschine innerhalb des Kapitalismus herbeiführten. Da begegneten sich nun also zwei ganz verschiedene Formen der Zentralisation. Die wirtschaftliche Zentralisation des Kapitalismus, der Reiche, der möglichst viel Geld, möglichst viel Arbeit zu sich als Zentrum heranleitet, und die technische Zentralisation des Betriebs, die Dampfmaschine, die die Arbeitsmaschinen und die arbeitenden Menschen bei sich, dem Kraftzentrum, in der Nähe haben muss und darum die großen Fabrikbetriebe und die raffinierte Arbeitsteilung geschaffen hat. Die wirtschaftliche Zentralisation des Kapitalismus braucht an sich, vereinzelte Fälle ausgenommen, gar keine Zentralisation des technischen Betriebs. Überall, wo die menschliche Arbeitskraft oder die einfachen, mit Hand und Fuß betriebenen Maschinen billiger sind als die Benutzung der Dampfmaschine, zieht der Kapitalist die weit im Land, auf Dörfern und Gehöften verstreute Heimindustrie der Fabrik vor. Die technischen Notwendigkeiten der Dampfmaschine also waren es, die die großen Fabrikkasernen und die Großstädte voller Fabrikkasernen und Mietskasernen erzeugt haben. Diese beiden, zunächst getrennten und durchaus verschiedenen Zentralisationsformen, haben sich dann natürlich vereinigt und haben gegenseitig die stärksten Einflüsse aufeinander ausgeübt. Der Kapitalismus hat durch die Dampfmaschine ungeheuer schnelle Fortschritte gemacht. Und andererseits hindert der Kapitalismus,
der nun einmal seine technische zentralisierenden Einrichtungen und Gewohnheiten hat, der vor allem die Arbeiter aus dem Plattenland weggezogen hat und mehr vollends wegzieht, er hindert die elektrische Übertragung der Dampf- und Wasserkraft, die ihrer Natur nach dezentralisierend wirken müsste, diese Wirkung in dem Maße auszuüben, wie es sonst der Fall sein müsste. Obwohl nicht zu leugnen ist, dass diese elektrische Kraftübertragung sowohl kapitalistische Ausbeutung kleiner, voneinander getrennter Werkstätten hervorgerufen hat, wie zum Beispiel in der Klingenindustrie Solingens, wie auch die Kleinindustrie und das Handwerk jetzt schon erfreulich gestärkt hat und in Zukunft noch mehr stärken und neu erwecken wird. Hier ist für den genossenschaftlichen Bezug von Kraft und Motoren noch ein weites Feld. Diese Vereinigung von technischer und Kapitalzentralisation hat dann weitere kapitalistische Zentralisationen im Gefolge gehabt oder sehr gestärkt. Zentralisation des Handels, des Bankwesens, der en gros und Detailgeschäfte, der Transporteinrichtungen und so weiter. Und noch eine dritte Zentralisation ist, im Großen und Ganzen unabhängig von den beiden anderen, in unseren Zeiten gediehen. Die Zentralisation des Staates, des Bürokratismus, des Heereswesens. Und so sind neben die Fabrikkasernen und die Mietskasernen noch weitere Kasernen in die Großstädte gezogen. Die Kasernen der Bürokraten, wo in jedem dieser öffentlichen Häuser 100 kleine Kammern und in jeder öden Kammer 1, 2 oder 3 grüne Tische. Und hinter jedem grünen Tisch 1, 2 oder 3 gähnende Subalternbeamte mit der Feder hinter dem Ohr und dem Frühstücksbrot in der Hand sitzen. Und die Kasernen der Soldaten, wo 1000 kräftige Jünglinge sich nutzlosem Sport, Sport dürfte nur die Erholung nach nützlicher Arbeit sein, und damit der Langeweile und allerlei geschlechtlichen Dummheiten und Unsauberkeiten ergeben müssen. Und bei so viel Unkultur, Menschenzusammenhäufung, Entfernung von der Erde und der Kultur, bei so viel Arbeitsvergeudung und Überlastung mit unproduktiver Arbeit und Faulenzerei, bei so viel Sinnlosigkeit und Elend, die all diese Formen des Zentralismus mit sich bringen, werden natürlich die weiteren Kasernen unserer Zeit immer zahlreicher und umfangreicher. Die Arbeitshäuser, die Gefängnisse und Zuchthäuser und die Geschlechtshäuser, in denen die Prostituierten kaserniert sind. Es ist wahr, und den Marxisten, wenn sie sich gegen die Behauptung wehren, ihre Lehre sei lediglich ein Produkt der technischen Betriebszentralisation zuzugeben, all diese Formen des öden, verhässlichenden, uniformierenden, einengenden und unterdrückenden Zentralismus sind für den Marxismus bis zu gewissem Grade vorbildlich gewesen, haben auf seine Entstehung, Weiterbildung und Ausbreitung Einfluss gehabt. Nicht umsonst wird man sich bei Engländern, romanischen Völkern, Schweizern und Süddeutschen mehr und mehr gegen den Marxismus als gegen eine Sache, die verzweifelte Ähnlichkeit mit dem militärischen und bürokratischen Wesen hat. Nicht umsonst findet man echte, rechte Marxisten heutzutage fast nur noch in den Ländern des Feldwebels, Subalternbeamten und des Tschinovnik in Preußen und Russland. Nicht umsonst verspürt man die Disziplin und die davon untrennbare Grobheit und Befehlshaberei nirgends so sehr. Hört man auch das Wort Disziplin nirgends so oft, wie in der preußischen Armee und in der deutsch-preußischen Sozialdemokratie. Aber trotzdem, keine dieser Zentralisationen ist so beschaffen, dass ihr eine Spottgeburt folgen konnte, die man wahrhaft und wirklich Sozialismus zu nennen wagt, außer der technischen Zentralisation des Dampfes. Niemals wird der Sozialismus aus dem Kapitalismus erblühen, wie der Undichter Marx so lyrisch gesungen hat. Aber seine Lehre und seine Partei, der Marxismus und die Sozialdemokratie, sind aus der Dampfkraft erwachsen. Siehe da, wie die Arbeiter und Handwerker und die Bauernsöhne und Töchter vom Lande wegziehen, wie für sie Armeen von Gelegenheits- und von Erntearbeitern kommen. Siehe da, wie morgens Tausende und Abertausende in die Fabriken einziehen und abends wieder ausgespien werden. Gleicher Arbeitszwang für alle, Errichtung industrieller Armeen, besonders für den Ackerbau, haben Marx und Engels schon in ihrem kommunistischen Manifest gesagt. Aber nicht als Beschreibung und Vorahnung der kommenden Herrlichkeiten des Kapitalismus, sondern als eine der Maßnahmen, die sie für die fortgeschrittensten Länder zum Beginn ihres Sozialismus vorschlugen. Es ist wahr, diese Sorte Sozialismus erwächst aus der ungestörten Weiterentwicklung des Kapitalismus. Nimmt man dazu noch die kapitalistische Konzentration, die so aussah, als ob die Zahl der kapitalistischen Personen und der Vermögen immer geringer würde, nimmt man ferner dazu das Vorbild der Staatsallmacht im zentralisierten Staat unserer Zeiten,
nimmt man schließlich noch dazu die immer weitergehende Vervollkommnung der Werkzeugmaschinen, die immer mehr fortschreitende Arbeitsteilung, die Ersetzung der gelernten Handwerkerarbeiter durch beliebige Handlanger der Maschine, das alles aber durchaus übertrieben und karikiert gesehen. Denn es hat alles noch eine andere Seite und ist nie eine schematisch auf einer Linie gehende Entwicklung, sondern ein Kampf und Ausgleich verschiedener Tendenzen. Es wird aber alles bis zum Grotesken simplifiziert und karikiert, was der Marxismus ansieht. Nimmt man schließlich noch dazu die Aussicht, dass die Menschenarbeit immer kürzer, die Maschinenarbeit immer produktiver werden kann, dann ist der Zukunftsstaat fertig. Der Zukunftsstaat der Marxisten. Die Blüte am Baum der staatlichen, der kapitalistischen, der technischen Zentralisation. Noch ist hinzuzufügen, dass der Marxist, wenn er besonders kühn sein Stroh träumt, denn nie ist leerer, trockener geträumt worden, und wenn es je fantasielose Phantasten gegeben hat, so sind es die Marxisten, dass er dann seinen Zentralismus und seine Wirtschaftsbürokratie über die heutigen Staaten hinaus ausdehnt und von einer Weltbehörde für die Anordnung und Befehligung der Produktion und Verteilung der Güter spricht. Das ist der Internationalismus des Marxismus. Wie früher in der Internationale alles vom Londoner Generalrat, wie heute in der Sozialdemokratie alles von Berlin aus geregelt und bestimmt werden soll, so wird diese Weltproduktionsbehörde einmal in jedes Töpfchen gucken und das Quantum Schmieröl für jede Maschine in ihrem Hauptbuch stehen haben. Und nun noch eine Haut herunter. Dann sind wir fertig mit unserer Beschreibung des Marxismus. So also erblühen die Organisationsformen dessen, was diese Leute Sozialismus nennen, schon ganz und gar im Kapitalismus. Nur, dass diese Organisation, diese mehr und mehr mit Dampf riesenhaft werdenden Betriebe, noch in den Händen von Einzelunternehmern, von Ausbeutern sind. Wir haben zwar schon gesehen, dass diese durch die Konkurrenz immer weniger werden sollen. Man muss sich das anschaulich machen, wie es gemeint ist. Erst Hunderttausende, dann ein paar Tausend, dann ein paar Hundert, dann etliche 70 oder 50, dann ein paar ganz monströse Riesenunternehmer. Und denen gegenüber stehen die Arbeiter, die Proletarier. Ihrer werden immer mehr und mehr, die Mittelschichten verschwinden und mit der Zahl der Arbeiter wächst die Zahl und die Intensivkraft der Maschinen, so dass nicht bloß die Zahl der Arbeiter, sondern auch die Zahl der Arbeitslosen, der sogenannten industriellen Reservearmee zunimmt. Es geht also nach dieser Schilderung nicht länger mit dem Kapitalismus und überdies wird der Kampf gegen ihn, das heißt gegen die paar übrig gebliebenen Kapitalisten, für die unter ihrer Botmäßigkeit stehenden unzähligen Massen der Enterbten und also an der Änderung Interessierten immer leichter. Denn auch das müssen wir noch von der Lehre des Marxismus ins Auge fassen. In ihm ist alles, wie wohl der Ausdruck heißt, der aus einem anderen Gebiet hergeholt und falsch angewandt wird, immanent. Das soll hier heißen, es bedarf gar keiner insbesondere Anstrengung oder ideeller Einsichten, es läuft alles von selbst am Schnürchen des Gesellschaftsprozesses. Immanent sind die sogenannten sozialistischen Organisationsformen schon im Kapitalismus drin. Immanent ist auch in den Proletariern die Interesselosigkeit gegenüber den bestehenden Zuständen. Das soll heißen, die Tendenz zum Sozialismus, die revolutionäre Gesinnung ist ein integrierender Bestandteil des Proletariats. Die Proletarier haben nichts zu verlieren. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Wie schön, wie wirklich dichterisch ist dieses Wort, das weder von Marx noch von Engels stammt. Und wie viel Wahres sollte darin sein? Und doch ist wahrer als die Behauptung, dass der Proletarier der geborene Revolutionär sei, jene andere, die hier gesagt wird, dass der Proletarier der geborene Philister ist. Der Marxist spricht so überaus verächtlich vom Kleinbürger. Aber alles, was man von Charakterzügen und Lebensgewohnheiten kleinbürgerlich nennen kann, gehört zu den Eigenschaften des Durchschnittsproletariers. Wie man denn sogar in Gefängnissen und Zuchthäusern leider die meisten Zellen von Philistern besetzt findet. Mit diesem Leider, das mir hier entschlüpft ist, bedauere ich natürlich keineswegs, dass die Nicht-Philister in Freiheit sind. Aber es ist doch wohl betrüblich, dass armen Tröpfen Opfern der Verhältnisse, die die gesetzlich festgestellte Konvention so brechen mussten, wie alles, was in der Welt geschieht, geschehen muss, diese Notwendigkeit nicht wenigstens dadurch auferlegt ist, dass die Konvention in ihrem Innern nicht lebte, sondern durch Frevelgesinnung ersetzt wäre. Die Konvention, die sie in die Lage kamen zu brechen,
lebt aber vielmehr in ihrem Gemüt, ihren Meinungen, in der Art, wie sie über ihre Leidensgenossen und manchmal sogar über sich selbst den Stab brechen, fast immer genauso fest wie in den meisten übrigen Menschen. Wovon wir hier sprechen, die Philisterhaftigkeit des Proletariers, ist übrigens einer der Gründe, warum der Marxismus, dieser ins System gebrachte Philistersinn, beim Proletariat so viel Anklang gefunden hat. Es gehört nur eine ganz oberflächliche Überpinselung der Zunge mit Bildung dazu, die jetzt am schnellsten und billigsten in den Polykliniken, die man Parteischulen nennt, vorgenommen wird, um aus einem Durchschnittsproletarier ohne jede Ausnahmequalitäten einen brauchbaren Parteiführer zu machen. Diese und die anderen Parteiführer also halten es ganz natürlicherweise mit der marxistischen Doktrin, wonach das Proletariat von gesellschaftlicher Notwendigkeit wegen revolutioniert werde, wenigstens das kleine bisschen, das noch notwendig ist, um den Kapitalismus, der ja aus immer weniger Personen besteht und in sich selber immer morscher wird, zu überwinden. Denn zu dem schon Angeführten kommt noch etwas dazu, um den Kapitalismus zum Zusammenbruch zu zwingen. Noch etwas ist ihm immanent: die Krisen. Wie das Programm der deutschen Sozialdemokratie so schön und so echt marxistisch sagt, sonst freilich ist da schon das und jenes Unechte hineingekommen, was die Macher dieses Programms an ihren Gegnern heutzutage revisionistisch nennen, die Produktivkräfte wachsen der heutigen Gesellschaft über den Kopf. Darin steckt die echte marxistische Lehre, dass in der heutigen Gesellschaft die Produktionsformen schon mehr und mehr sozialistische geworden sind und dass diese Formen nur auch die richtige Eigentumsform, das Staatseigentum nämlich, fehlt. Sie nennen es zwar das gesellschaftliche Eigentum, aber wenn Sie das Fabriksystem des Kapitalismus eine gesellschaftliche Produktion nennen, nicht nur Marx im Kapital tut das, auch die heutigen Sozialdemokraten in ihrem heute geltenden Programm nennen die Arbeit in den Formen des heutigen Kapitalismus gesellschaftliche Arbeit, wissen wir, was es mit ihrem gesellschaftlichen Eigentum auf sich hat. Wie sie die Produktionsform der Dampftechnik im Kapitalismus für sozialistische Arbeitsformen halten, so halten sie den Zentralstaat für die sozialistische Organisation der Gesellschaft und das bürokratisch verwaltete Staatseigentum für Gemeinschaftseigentum. Diese Leute haben ja doch keinen Instinkt für das, was Gesellschaft heißt. Sie ahnen nicht im Entferntesten, dass Gesellschaft nur eine Gesellschaft von Gesellschaften, nur ein Bund, nur Freiheit sein kann. Sie wissen darum nicht, dass Sozialismus Anarchie ist und Föderation. Sie glauben, Sozialismus sei Staat, während die Kulturdurstigen den Sozialismus schaffen wollen, weil sie aus der Zerfallenheit und dem Elend, dem Kapitalismus und der dazugehörigen Armut, aus der Geistlosigkeit und der Gewalt, die nur die Kehrseite des wirtschaftlichen Individualismus ist, also eben aus dem Staat heraus wollen zur Gesellschaft der Gesellschaften und der Freiwilligkeit. Weil also, sagen diese Marxisten, der Sozialismus noch sozusagen im Privatbesitz der Unternehmer ist, die wild drauf losproduzieren, da sie ja im Besitz schon der sozialistischen Produktivkräfte sind, dies der Dampfkraft der vervollkommneten Werkzeugmaschinen und der in überflüssiger Zahl sich anbietenden Proletariermassen, weil es also so ist, wie ein Hexenbesen in der Hand des Zauberlehrlings, so muss es zur Überschwemmung mit Waren, zur Überproduktion, zum Durcheinander, kurz zu Krisen kommen, die, wie sie auch im Einzelnen erklärt werden, doch jedenfalls nach der Meinung der Marxisten daher kommen, dass zu der gesellschaftlichen Produktionsweise, wie sie ihrer ruchlos dummen Ansicht nach schon da ist, die Regulative der statistisch kontrollierenden und dirigierenden Weltstaatsbehörde notwendig ist. Solange die fehlt, ist der Sozialismus nicht vollkommen, muss alles drunter und drüber gehen. Die Organisationsformen des Kapitalismus sind gut, aber es fehlt die Ordnung, das Regiment, die straffe Zentralisation. Kapitalismus und Staat müssen zusammenkommen. Dann ist, nun, wir würden sagen, dann ist der Staatskapitalismus da, jene Marxisten meinen, dann sei der Sozialismus da. Wie sie aber in diesem, ihrem Sozialismus, alle Formen des Kapitalismus und der Reglementierung wiederfinden und wie sie die Tendenz zur Uniformierung und Nivellierung, die heute da ist, zur letzten Vollkommenheit fortschreiten lassen, so ist auch der Proletarier in ihrem Sozialismus mit hinübergegangen. Aus dem Proletarier des kapitalistischen Betriebs ist der Staatsproletarier geworden und die Proletarisierung ist, wenn dieser ihr Sozialismus anfängt, wirklich, wie vorausgesagt, ins Riesenhafte gediehen. Alle Menschen ohne Ausnahmen sind kleine Wirtschaftsbeamte des Staates.
Kapitalismus und Staat müssen zusammenkommen. Das ist in Wahrheit das Ideal des Marxismus. Und wenn Sie schon vom Ideal nichts hören wollen, so sagen wir, das ist die Entwicklungstendenz, die Sie entdeckt haben, die Sie unterstützen wollen. Sie sehen nicht, dass die ungeheure Gewalt und Bürokratenödigkeit des Staates nur nötig ist, weil unserem Mitleben der Geist verloren gegangen ist, weil die Gerechtigkeit und die Liebe die wirtschaftlichen Bünde und die sprossende Mannigfaltigkeit kleiner gesellschaftlicher Organismen verschwunden sind. Von all dem tiefen Verfall dieser unserer Zeiten sehen Sie nichts. Sie halluzinieren Fortschritt. Die Technik schreitet fort. Die tut es natürlich in der Tat. Tut es in manchen Zeiten der Kultur, nicht immer. Es gibt auch Kulturen ohne technischen Fortschritt. Und tut es insbesondere in Zeiten des Verfalls, der Individualisierung des Geistes und der Atomisierung der Massen. Und darum eben sagen wir, der wirkliche Fortschritt der Technik zusammen mit der wirklichen Niedertracht der Zeit ist, um für Marxisten einmal marxistisch zu sprechen, die tatsächliche materielle Grundlage für den ideologischen Überbau, nämlich für die Utopie des Entwicklungssozialismus der Marxisten. Weil aber nicht nur die fortschreitende Technik in ihrem Geistchen sich abspiegelt, sondern ebenso auch die übrigen Tendenzen der Zeit, darum ist ihnen auch der Kapitalismus Fortschritt, ist ihnen auch der Zentralstaat Fortschritt. Es ist gar nicht bloße Ironie, dass wir hier die Sprache ihrer sogenannten materialistischen Geschichtsauffassung auf die Marxisten selbst anwenden. Sie haben ja doch diese Geschichtsbetrachtung irgendwo hergenommen. Und wir sind jetzt, wo wir sie kennengelernt haben, imstande noch deutlicher als zuvor zu sagen, wie sie sie gefunden haben. Nämlich ganz und gar in sich selbst. Jawohl. Was die Marxisten von dem Verhältnis der geistigen Gebilde und des Denkens zu den Zeitumständen sagen, gilt in der Tat für alle Zeitgenossen, worunter hier die zu verstehen sind, die nur das Kind und der Ausdruck ihrer Zeit sind, die nichts Schöpferisches, nichts Entgegenstemmendes, nichts Ureigenes und geisthaft Persönliches in sich haben. Wir sind wieder beim Philister, wir sind beim Marxisten und für ihn trifft völlig zu, dass seine Ideologie nur der Überbau der Niedertracht unserer Zeit ist. In den Zeiten des Verfalls herrscht in der Tat der Ungeist, der der Ausdruck der Zeit ist. Und so herrschen heute noch die Marxisten. Und sie können nicht wissen, dass die Zeiten der Kultur und der Erfüllbarkeit sich nicht aus den Zeiten des Niedergangs, den sie Fortschritt nennen, entwickeln, sondern dass sie aus dem Geiste derer kommen, die ihrer Konstitution nach nie ihrer Zeit angehört haben. Sie können nicht wissen und nicht fassen, dass das, was Geschichte zu nennen ist, in den hohen Zeiten des Umschwungs nicht von den Philistern und Zeitgenossen, und also nicht, was dasselbe heißt, von den gesellschaftlichen Prozessen besorgt wird, sondern von den einsamen, abgesonderten, die eben darum abgesonderte sind, weil in ihnen Volk und Gemeinschaft wie zu Hause, wie zu ihnen und mit ihnen geflüchtet sind. Kein Zweifel, die Marxisten glauben, wenn die Vorderseite und die Kehrseite unserer Erniedrigung die Produktionszustände des Kapitalismus und der Staat auf einer und derselben Seite ständen und sich ineinander verwuchert hätten, dann wäre ihre Fortschrittsentwicklung am Ziel und es wäre damit die Gerechtigkeit und Gleichheit hergestellt. Ist ja doch ihr umfassender Wirtschaftsstaat gleich viel, ob er zunächst Erbe der bisherigen Staaten oder ob er ihr Weltstaat ist, ein republikanisch-demokratisches Gebilde. Und glauben Sie ja doch wirklich, die Anordnung eines solchen Staates sorgten für das Heil all der kleinen Leute, die ja selbst den Staat ausmachten. Nur dass man uns gestatten muss, über diese armen seligste aller Philisterfantasien in unauslöschliches Gelächter auszubrechen. So ganz und gar das Ebenbild der Spießbürger-Utopie kann in der Tat nur ein Produkt werden, das aus der ungestörten Retortenentwicklung des Kapitalismus hervorgegangen ist. Wir halten uns auch bei diesem vollendeten Ideal der Niedergangsperiode und der persönlichkeitsleeren Unkultur, bei diesem Homunculus-Staat nicht weiter auf. Wir werden ja sehen, dass die wahre Kultur nichts Leeres, sondern Erfülltes ist, dass die wahre Gesellschaft eine Mannigfaltigkeit wirklicher, aus den verbindenden Eigenschaften der Individuen, aus dem Geiste erwachsener kleiner Zusammengehörigkeiten, ein Bau aus Gemeinden und eine Einung ist. Dieser Sozialismus der Marxisten ist ein Riesenkropf, der sich entwickeln soll. Fürchten wir nichts, wir sehen jetzt bald, der wird sich nicht entwickeln. Unser Sozialismus aber soll in den Herzen erwachsen, will die Herzen der Zusammengehörigen zusammen und in den Geist hinein wachsen lassen. Die Alternative ist nicht Homunculus-Sozialismus
oder Sozialismus des Geistes. Denn wir sehen bald, wenn die Massen dem Marxismus oder auch den Revisionisten folgen, dann bleibt es beim Kapitalismus, der ganz und gar keine Tendenz hat, weder in den Sozialismus der Marxisten umzuschlagen, noch in den manchmal nur noch mit schüchterner Stimme auch sogenannten Sozialismus der Revisionisten sich zu entwickeln. Der Niedergang, in unserem Fall der Kapitalismus, hat in unseren Zeiten genauso viel Lebenskräfte wie in anderen Zeiten die Kultur und der Aufschwung. Niedergang heißt durchaus nicht Hinfälligkeit und Neigung zum Hinschlagen oder Umschlagen. Der Niedergang, die Epoche der Gesunkenheit, der Volklosigkeit, der Geistlosigkeit kann Jahrhunderte und Jahrtausende währen. Der Niedergang, in unserem Fall der Kapitalismus, hat in unseren Zeiten genauso viel Lebenskräfte, wie sie in unserer Zeit die Kultur und der Aufschwung nicht hat. Hat genauso viel Kraft und Energie, wie wir es an Kraft und Energie für den Sozialismus fehlen lassen. Nicht eine Form des Sozialismus oder die andere heißt die Wahl, vor der wir stehen, sondern einfach Kapitalismus oder Sozialismus, Staat oder Gesellschaft, Ungeist oder Geist. Die Lehre des Marxismus führt aus dem Kapitalismus nicht heraus. Und auch die Lehre des Marxismus ist falsch, dass der Kapitalismus imstande wäre, Weiland Münchhausen zu übertrumpfen, der sich nur am eigenen Zopf aus fremden Sumpfe ziehen konnte, während sich nach dieser Prophezeiung der Kapitalismus anhand der eigenen Entwicklung aus dem eigenen Sumpfe herausentwickeln soll. Das haben wir im Weiteren noch näher zu zeigen, dass diese Lehre falsch ist. Dass dem Kapitalismus nicht die Tendenz immanent ist, sich zu irgendeinem Sozialismus zu entwickeln, nennen wir doch, um nur von dem Missgebilde loszukommen, auch das, was die Marxisten mit einem hässlichen Wort für eine hässliche Sache ihr Endziel heißen, einmal Sozialismus. Weder zu diesem noch zu irgendeinem Sozialismus entwickelt sich der Kapitalismus. Um das zu zeigen, müssen wir Fragen beantworten. Fragen wir also, ist es denn wahr, dass die Gesellschaft so aussieht, wie sie den Marxisten hinstellen? Dass es mit ihr so weitergeht, weitergehen muss? Oder auch nur wahrscheinlich so geht? Ist es denn wahr, dass die Kapitalisten sich gegenseitig auffressen, wie die 30 Enten im Entenstall, wo man erst 29 Enten einer zerkleinerten Ente zu fressen gab und am nächsten Tag fraßen 28 Enten wieder eine Kameradin? Und so sollte es nach diesem seltsamen Bericht, der wie eine echte Entwicklungslehre so durchaus glaublich beginnt, und obwohl es scheinbar immer in gleicher Weise und immer hübsch allmählich weitergeht, doch so ins Unglaubliche und Wunderbare führt, immer fortgesetzt werden, bis endlich eine einzige wohlgemesserte Riesenente die 30 Enten in sich akkumuliert und konzentriert hatte? Ist es denn wahr? Oder sollte es nur eine Ente sein? Ist es denn wahr, dass die Mittelschichten verschwinden, dass die Proletarisierung ohne Ausnahme mit Geschwindigkeit zunimmt und dass da ein Ende abzusehen ist? Dass die Arbeitslosigkeit immer schlimmer und schlimmer wird und dass dadurch die Entwicklung eine Unmöglichkeit des Weiterbestehens solcher Zustände kommt und eine geistige Einwirkung auf die Enterbten, so dass sie mit Naturnotwendigkeit aufstehen, sich erheben, revolutionieren müssen? Ist es denn schließlich wahr, dass die Krisen immer umfangreicher und verheerender werden, dass die Produktivkräfte dem Kapitalismus über den Kopf wachsen müssen und also über ihn hinaus zu sogenanntem Sozialismus wachsen müssen? Ist das alles denn wahr? Wie steht es denn in Wahrheit mit diesem ganzen Komplex von Beobachtungen, Warnungen, Drohungen, Prophezeiungen? Das sind die Fragen, die wir jetzt stellen müssen, die wir schon immer gestellt haben, wir Anarchisten nämlich, von Anfang an, solange es den Marxismus gibt. Denn schon länger als es den Marxismus gibt, hat es wirklich einen Sozialismus gegeben. Hat es vor allem den Sozialismus des größten Sozialisten, des Pierre-Joseph Proudhon, gegeben, der dann vom Marxismus überwuchert worden ist. Wir aber bringen ihn wieder ans Licht. Das sind unsere Fragen. Und es sind auch die Fragen, die von der ganz anderen Seite her, wir sehen noch von woher, die Revisionisten stellen. Erst wenn wir sie nun, wie wir in unserer Beschreibung des Marxismus wohl schon hier und da gestreift haben, beantwortet haben, wenn wir das wirkliche Bild unserer Zustände und den Gang, den der Kapitalismus bisher, vor allem seit dem Erscheinen des Kommunistischen Manifests und des Kapitals genommen hat, der zeitideologischen Simplifikation und dialektischen Karikatur des Marxismus entgegengestellt haben, können wir weitergehen. Können wir sagen, was unser Sozialismus und unser Weg zum Sozialismus ist.
Denn Sozialismus, das sei gleich hier gesagt, die Marxisten sollen es hören, solange der Nebelschwaden ihres eigenen Fortschrittsphilisterdunstes noch in der Luft ist, hängt seiner Möglichkeit nach gar nicht von irgendeiner Form der Technik und der Bedürfnisbefriedigung ab. Sozialismus ist zu allen Zeiten möglich, wenn eine genügende Zahl Menschen ihn will. Nur wird er je nach dem Stand der Technik und je nach der verfügbaren Technik, das heißt nach der Zahl der Menschen, die ihn beginnen und immerhin auch nach den Mitteln, die sie mitbringen oder sich vom Erbe der Vergangenheit nehmen können. Nichts fängt mit nichts an. Immer an das Aussehen, an das Beginnen, an das Weitergehen. Darum ist vorhin gesagt worden, es wird hier keine Schilderung eines Ideals, keine Beschreibung einer Utopie geben. Erst müssen wir noch deutlicher sehen, wie unsere Zustände und geistigen Verfassungen sind. Dann erst können wir sagen, zu was für einem Sozialismus wir aufrufen, an was für Menschen wir uns wenden. Der Sozialismus, ihr Marxisten, ist zu allen Zeiten und bei jeder Technik möglich und ist zu allen Zeiten und bei jeder Technik unmöglich. Er ist zu allen Zeiten, auch bei recht primitiver Technik, den rechten Menschen möglich und er ist zu allen Zeiten, auch bei prachtvoll entwickelter Maschinentechnik, den unrechten Menschen unmöglich. Wir wissen von keiner Entwicklung, die ihn bringen muss. Wir wissen von keinerlei solchen Notwendigkeit eines Naturgesetzes. Jetzt also werden wir zeigen, dass diese unsere Zeiten, dass unser bis zum Marxismus erblühter Kapitalismus keineswegs so aussehen, wie uns gesagt wird. Der Kapitalismus muss nicht in den Sozialismus umschlagen. Er muss nicht untergehen. Der Sozialismus muss nicht kommen. Auch nicht der Kapitalstaatsproletariatsozialismus, der Marxismus, muss kommen. Und das ist kein Schade. Aber kein Sozialismus muss kommen. Das soll jetzt gezeigt werden. Aber der Sozialismus kann kommen und soll kommen. Wenn wir ihn wollen, wenn wir ihn schaffen. Das soll auch gezeigt werden.